Liebe Promis, macht euch bereit für die Gruppenchallenge. Auch wenn ihr gemeinsam die Challenge bestreiten müsst, werdet ihr nun in Gruppen eingeteilt und geht in den Gruppen zum Spiel. Carina und Elena, ihr dürft aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten. Ich darf heute nicht an der Challenge teilnehmen, obwohl ich eigentlich richtig gerne mitgemacht hätte, weil ich eine kleine Mandelentzündung habe. Also ich habe leider seit einer Woche eine starke Erkältung, also sogar eine Stirnhöhlenentzündung. Immer wenn ich nach vorne gehe, habe ich Schmerzen. Ernesto, Simex und Daniele, ihr seid Gruppe 1. Los geht's. Hey, Männer. Hey. Alles gut. Ganz, ganz viel Glück, okay? Weiß, Vollgas. Lass uns das durchziehen. Komm, wir schaffen das. Wir schaffen das easy. Ernesto. Ihr macht das locker. Kann aufgeben, Bruder, du weißt. Wasser aufgeben, das gilt alles nicht für mich. Also der Druck, um Gruppenchallenge zu gewinnen, natürlich immer enorm wichtig. Tschüss, Bro. Und während Gruppe 1 auf dem Weg zur Challenge ist, holt Matthias die Vergangenheit ein. Kommt dir das Süppchen hoch? Das ist das, was ich meine. Hm. Ich werde sehen, ich schaue mir das an und dann entscheide ich das vor Ort. Vor Ort ist vor allem eines gefragt. Durchhaltevermögen, Willensstärke und die Bereitschaft für sich und das Team über die eigene Schmerzgrenze hinauszugehen. Na gut, vielleicht sind da doch noch ein paar andere Dinge gefragt. Ich hab's euch gesagt, Mann, wir machen Eisbadparty. 4 Minuten aushalten da drin. Okay. Genau, unsere Promis müssen es 4 Minuten lang in 6 Grad kaltem Wasser aushalten. Nur der Kopf darf rausschauen. Und damit es ihnen auch nicht zu warm wird, läuft permanent eisiges Wasser nach. Wir schaffen das. Komm jetzt. Wir schaffen das. Zack. Eisbaden war ich noch nie, aber jetzt ist höchste Zeit. Ach du Heilige. Ja, das ist geil. Das ist geil. Das schaffen wir. Glaub mir, das schaffen wir. Das ist richtig geile Wasser. Das ist gesund. Kriegen wir hin. Also da ich sehr kälteempfindlich bin, habe ich sehr Respekt vor dieser Challenge. Keine schlechte böse Gedanke, wir schaffen das. 4 Minuten ist echt eine Menge, kann auch einiges passieren, aber hey, hier sind genug Menschen da. Bevor ich untergehe, komme ich raus, aber wir werden alles geben, Mann, wir werden alles geben. Diese Zuversicht herrscht noch nicht überall. Oh Gott, ey. Ey, so wie ich Wasser höre, bin ich wie ausgewechselt. Stimmt, du hattest im Dschungel diese Wasserprüfung auch nicht gemacht, ne? Stimmt, ich erinnere mich. Deswegen gehe ich ja so in Panik. Ach, wir schaffen das. Umdrehen. Warte. Okay, ja. Jesus! Das war das kälteste Wasser, in dem ich jemals drin war. Okay, langsam. Allein, wo ich die Füße nur drin hatte, habe ich schon gemerkt, krass, das werde ich niemals 4 Minuten durchhalten. Ah! Geile Sache! Komm runter, alles gut. Cool. Atmen, komm. Atmen. Komm ein bisschen runter. Komm, atmen. Das schaffen wir. Ganz langsam atmen. Richtig geile Wasser. Es ist so gesund für den Körper. Richtig geil. Ich kann nicht mehr, ey Leute. Ich kotze gleich. Ha? Du schaffst das, Matthias. Ich weiß es. Hoffentlich, ey. Doch. Das schaffen wir. Wir schaffen das. Wir sind geil. Ich war 2007 in Urlaub, ja? Und da habe ich richtig schöne Frau kennengelernt. Und ich bin 20 Tage hinterher gelaufen, ja? Mhm. Und an dem Tag, ja, wo wir uns treffen sollten, habe ich mich so schick gemacht. Ich habe mein bestes Parfüm aufgetragen. Weiße Hemd, meine Haare gestylt. Und dann haben wir uns getroffen. Eine Minute, weiter. Wir waren essen, dann wollte sie mir ihre Eltern vorstellen. Dann war ich auch da und dann sind wir ins Bett gegangen. Und dann sagte sie zu mir, ich hab heute meine Tage. Du bist so krass. Ernesto Story, die er uns da erzählt hat, eine seiner ich sag mal, schlüpfrigeren Geschichten, die war einfach so witzig.
Einem ist aber gar nicht mehr zum Lachen zumute. Nee, das tust du nicht. Du schaffst das. Komm. Du schaffst das, Junge. Du machst das so gut. Wir haben die 2 Minuten 11. Guck mal, Siemens schon kann. Du machst das so gut. Ich habe sehr, sehr schlecht Luft bekommen. Und ich musste mich auch selber sehr ablenken und auf meinen Atem achten. Das ist so gesund für Entgiftung von der Körper. Richtig geil, wir schaffen das, ey. Wir schaffen das. Geile Sache. Unser Prinzip ist Sieg. Wir schaffen das. 3 Minuten. 3 Minuten, Junge. Du bist so geil. Ich schwör's dir. Daniele, bravo, Junge. Bravo, Junge. 49. 48, 47, 46, 45, 44. Ey, meine Güte, ey. Hier, oh. Nimm Unterhosen mit. Jawohl, jawohl, bleib runter, du schaffst das, Junge. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, runter! Yeah! Ja! Simex hat die klappernden Zähne zusammengebissen und es durchgezogen. Respekt. Alles jawohl. Cool. Mir geht's gut. Jawohl, Bruder. Jawohl. Und die Jungs sind einfach toll. Ich bin richtig stolz auf euch. Wirklich. Warte. Eine Decke bräuchte er vielleicht. Der Simex braucht eine Decke, bitte. Ich mach meine. Alles gut. Das ist Teamgeist und Aufopferungsbereitschaft. Gemeinsam haben sie der Kälte getrotzt. Ja, man könnte fast stolz auf die Jungs sein. Matthias, machst das schon. Der Simex hat durchgezogen, Mann. Der Typ ist einfach der Kracher. Das ist Wahnsinn, was der hier macht und leistet. Deswegen, der hat meinen vollsten Respekt dafür, dass er so kälteempfindlich ist. Ich glaube, man sieht es ihm auch an, er zittert da bis zu den Zehenspitzen. Ich habe noch nie so krass gezittert in meinem Leben. Das war die härteste Challenge, die ich hier bisher auch gemacht habe. Ich bin stolz auf die ganze Gruppe. Ich hoffe, die anderen schaffen das auch. Aber ich bin mir schon sicher, dass sie das durchziehen werden. Das wird für mich eine Katastrophe. Kelvin und Matthias. Ihr seid Gruppe 2. Ihr geht gedrittelt. Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, Matthias, mach mal schon. Oh, stark, du Scheiße. Ey, Matthias, Vollgas. Genau, Vollgas. Bestimmt hat das Wasser mehr Angst vor Matthias als Matthias vor ihm. Komm, Ladies first. Zieh mal durch. Okay, dann bitte hör auf. Oh, wow. Was geht denn hier ab? Eiskaltes Wasser, 4 Minuten aushalten. Sonst sind die Koffer weg. Und zwar die Koffer von allen. 4 Minuten ist schon lange, ne? 4 Minuten ist lang. Der hat voll Angst. Matthias, da ist doch nicht im Wasser. Ich muss aufs Klo jetzt. Ja, piss doch ins Wasser. Also ich muss die Prüfung ist den Matthias unten zu halten, dass er nicht irgendwie raus aus dem Wasser will, glaube ich. Was guckst du so traurig? Hey, dann schaffen wir doch easy. Das ist doch locker. Ui, ui. Es wird von so auf so. Von so auf so? Ich rede ja nicht von dir. Alte Schwede. Schokolade, ne? Ich korrigiere mich. Es ist nicht so kalt, es ist so kalt. Ja, oder wie ein Thermometer sagen würde, 6 Grad. Los jetzt, Männer. Matthias! Wie ich ins Wasser bin, habe ich wirklich Schnappatmungen bekommen. Ich kann nicht, tut mir leid. Runter, Matthias. Ich kann nicht. Komm, Matthias, runter. Beruhig dich. Beruhig dich, Matthias. Beruhig dich. Auf, halt den Mund. Zieh dich runter. Halt den Mund. Matthias, runter mit dir. Ja, das Wasser war zwar so kalt, aber was willst du machen? Fuck, Dicker. Matthias, Alter. Kalt. Ich piss hier rein, dann wird das warm. Okay?
Hast du was dagegen? Matthias, sag mal. Matthias, darf ich reinpullern, damit du wärmer? Boah, ist das kalt, Alter. Da! Das ist wie ein Pool, Digga, wie ein Freibad. Denk einfach, du bist ein Freibad. Kevin, halt den Mund bitte einfach. Und auch das Team Tennisprofi und müdes Model ist schon auf Betriebstemperatur. Statt Teambuilding setzen sie darauf, die Stimmung so runterzukühlen, damit sich das 6 Grad kalte Wasser später wie eine heiße Quelle anfühlt. Clever. Die Giselle ist generell sehr, sehr schwierig zum Lesen. Also die ist sehr ruhig, sehr introvertiert. Oh, ich glaube bei dem, wie heißt denn der, mein Bettnachbar, der Sportler da. Ansonsten liegt sie im Bett und ja, träumt ein bisschen vor sich hin. Ich glaube, bei dem Daniel liegen die Nerven auf jeden Fall blank. Wie weit der Kampfgeist bei ihr noch geht, kann ich nicht abwägen. Und ja, ich schaue auf mich. Na klar möchte ich bis zum Ende bleiben. Nur weil man vielleicht mal einen schlechteren Tag hatte, heißt das ja nicht, dass ich irgendwie komplett aufgeben möchte. Ich bin erlöst. Ich auch. Darf ich mal zu reden? Nein. Aber wir können Matthias. Kevin, nein, reden. Bitte, verstehst du nicht, dass ich. Kevin, verstehst du nicht, dass ich mich auf meine Tests konzentrieren muss? Bitte. Helft es um. Fast drei. Kevin, bitte, hör doch. Fast drei Minuten. Kevin, bitte, auch, lass uns doch. Wir können doch im Camp reden, egal ja, wie. Ja, Scheiße. Ja. Okay. Bitte. Okay. Komm, Bro, letzte Minute, das schaffen wir. Halt den Mund jetzt, Bro! Verstehst du, Mann? Verstehst du nicht, dass es mit mir gerade los ist? Zum Überwinden der eigenen Schmerzgrenze ist natürlich auch hysterisches Gekreische würdig und recht. Matthias, nein! 30 Sekunden! Zieh durch! Zieh durch! Zieh durch! Oh mein Gott! 30! 28! 28! Matthias, fast geschafft! 3, 2, 1, das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, mundtot gewesen. Das habt ihr geschafft, ja? Ein Erfolg für wirklich alle Beteiligten. Gratulation an Calvin und Matthias. Also ganz ehrlich, zum Schluss war es eigentlich in Ordnung. Wirklich, es ist am Anfang eigentlich schlimmer, wie wenn man sich dann an die Temperatur gewöhnt hat. Ich glaube, das liegt auch damit, weil die Körpertemperatur dann runtergeht und sich dieser Scheiße da langsam anpasst. Ich habe auch reingepullert, ehrlich gesagt. Nee. Das minimal vorgewärmte Wasser wartet nun noch auf das Team Dissonanz. Die empfindsame Giselle und Kämpfernatur Daniel, sie entscheiden, ob die Promis ihre Koffer behalten oder verlieren. Mir geht's nicht so gut, wenn ich den Wasserbottich hier sehe. Wo bin ich hier? Was ist das? Ist das nicht eine Kläranlage? Oder so ein alte? Boah, ist schon kalt, ne? Also ich mache mir große Gedanken, weil ich habe in den letzten Tagen wenig gegessen und dadurch wird mein Körper, denke ich mal, relativ schnell auskühlen, ne? Sicher harte Challenge. Ich habe bis jetzt keine einfache Challenge gegeben. Ich habe keine Ahnung, ob ich das packen werde, ne? Also mir ist vorher jetzt schon kalt und keine Ahnung, ob ich das durchhalten werde. Ich möchte auf jeden Fall schaffen, dass es nicht so ist, dass ich halt unterm Strich der Schuldige bin. Daniel ist schon mal bereit, sich für die Gruppe zu überwinden. Mal schauen, ob Giselle da mitziehen wird. Ich kriege keine Luft. Ich kriege keine Luft. Abbruch. Ich habe keine Luft bekommen, als ich drunter war. Abbruch. Ist nicht. Entschuldigung. Ist nicht. Ja, ich habe es versucht. Ich war ganz kurz, eine Sekunde nicht mal komplett unten drunter, aber ich habe keine Luft bekommen. Es war, als ob ich nicht atmen könnte, als ob mir irgendwas da zuschnürt. Das ist natürlich jetzt sehr enttäuschend für den Daniel.
Daniel ja ein Kämpfer ist, ne? Und dass er es jetzt nicht mal versuchen konnte, ist halt scheiße. Was heißt das jetzt für euch? Was soll das heißen? Keine Kleidung für uns, ne? Das ist eine scheiß Frage, oder? Naja, ich denke, er ist enttäuscht und sauer. Nein, ich bin nicht enttäuscht, aber die Frage ist eine Gemeinheit. Was heißt das jetzt? Ja, dass wir die Prüfung nicht geschafft haben. Habt ihr ja die Regeln gemacht, dann werdet ihr ja ihr wissen, was das heißt, dass unsere Utensilien weg sind, oder? Weiß nicht. Er hätte es anders formulieren dürfen, aber inhaltlich hat Daniel recht, die Koffer sind weg. Und der letzte Rest Harmonie zwischen ihm und Giselle ebenso. Ja, muss man akzeptieren. Das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass halt für das, dass sie halt die Prüfung abgebrochen hat, war sie halt anschließend beim Zurückfahren im Auto sehr, sehr gut drauf und hat auch bei den Liedern mitgesungen. Ich war halt schon eher angepisst, ja. Die restlichen Kandidaten sind schon wieder im Camp und warten auf die Rückkehr des noch fehlenden Teams. Und? Habt ihr das geschafft? Dürfen wir darüber reden? Ja, klar, sag ja, ja. Bitte. Nee. Nicht? Habt ihr es geschafft? Ja? Alle? Ein Scheiß, ihr habt es auch nicht geschafft. Scheiße. Hast du es geschafft? Ja, natürlich. Ich hatte so die Hoffnung, dass ihr es schafft, Mann. Weil wir haben's, woran hat es gelegen? Ja, ich war eigentlich angepisst, dass wir es überhaupt probiert haben. Woran hat es gelegen? Noch 5 Sekunden, war vorbei. Wer, bei ihr? Ach, wer ist rausgegangen? Ja, ich glaube, dass ich jetzt länger wie die Challenge rede, als was in Wirklichkeit bei uns gedauert hat. Ich war ganz im Wasser drin und direkt ist alles zugegangen. Ich habe keine Luft mehr bekommen und musste abbrechen. Das tut mir leid. Ja, geht mir voll auf den Sack, ne? Unsere Sachen alle weg, meine Kappen weg, meine Bauchtasche weg, meine Tanktops weg, meine Badehosen weg. Alles ist weg. Ja, fuckt mich ab. 5 Sekunden leider nur. Wirklich 5 Sekunden nur? Ja, sie hat keine Luft mehr bekommen, hat sie gesagt. Ja, aber ich habe am Anfang auch keine Luft bekommen. Das ist der erste Moment. Ja. Das haben wir alle geschafft, sogar Matthias. Ja, ist halt so. Ja, ist halt so. Aber da muss man sich auch nicht wundern, wenn man 10 Stimmen kriegt, so weißt du? Kelvin ist, glaube ich, schon ziemlich angefressen. So. 5 Sekunden war sie drin. Was? Nur 5? War doch klar. Ja. Oh, okay. War klar. Bist du jetzt wütend wegen 5 Sekunden? Ja, klar. Das ist 4. Ja, 5 Sekunden ist echt gar nichts. Kommt das ist ja so, reingehen und rauskommen. Kommt die so, ja, ich hab's geschafft. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So, ja, geh mal weg von mir. Klar, sie hat gesagt, es tut mir leid, so, aber das tat ihr gar nicht leid, hatte ich das Gefühl. Naja, es hat mir auch nicht leid getan. Also da hat der Kelvin wahrscheinlich recht oder hat es so, auch genauso richtig empfunden. Ist halt, wie es ist, ne? Wieso soll ich mich für eine Sache entschuldigen, wenn mein Körper Nein sagt? Und wenn ich etwas nicht kann, dann kann ich das nicht. Du, dann noch nicht mal so ein bisschen ja, ja, schlecht Reue gewissen, oder so. Ja, ja. Passiert. Nee, passiert. Aber guck mal. Hätte uns auch passieren können. Nein, mir wäre das nicht passiert. Das mir wäre das nie passiert. Ich wäre drin geblieben. Man darf in nichts zu verbissen sein. Und einige sind es vielleicht. Ist halt so. Wenn ich keine Luft kriege, Macht ja keinen Kopf. Es ist nicht schlimm, wenn alle ihren Koffer abgeben mussten. Ist doch egal, kann man doch mit leben. Schau mal, ja, schau, sie holen die Sachen. Ist doch egal. Man merkt halt, dass Kelvin ein bisschen sauer ist, aber soll er ja, das ist scheißegal, das ist egal. Das ist total egal. Ist doch egal. Ich dachte auch nach 2 Minuten. Nee, ich mach mir keine Vorwürfe. Nein, kannst du auch nicht. Aber ist ja auch egal. Nö, ist nicht so egal. Das hätte auch mir passieren können. Das wäre mir so peinlich gewesen. Deswegen hatte ich ja dieses Kopfkino genau vor der Challenge, weil ich eigentlich nur Angst hatte, zu versagen und die ganze Gruppe muss unter meinem Versagen leiden. Ja, Giselle hat damit eher weniger Probleme. Also mich stört die Situation jetzt mit dem Koffer nicht wirklich, weil ich bin kein eitler Mensch. Fuck! Oh.